So Leute, willkommen zurück hier bei Die Siedler 6. Aufstieg eines Königreichs, Mission Nummer 14 sind wir jetzt schon angelangt. Wir stehen so kurz vor dem Ende. Aber, naja, so kurz eigentlich nicht. Sind ja noch zwei Missionen vor dem Ende, ja. Wer weiß, wie lange wir dafür brauchen werden. Kann ja sein, dass die noch Jahre gehen. Aber ich denke mal nicht. Werden wir schon easy schaffen, ne Leute? Ihr kennt mich ja. Aber egal, wie immer, erstmal die Missionsbeschreibung. Und ja. Euer Majestät, leider sind wir nicht vollzählig. Doch wir können jetzt nicht mehr zaudern. Wir haben die Chance, Crimson Sabbath anzugreifen. Zu lange schon ist sie ein Stachel in unserem Fleisch. Gerana ist die Stadt von Crimson Sabbath und das Tor zu den Ländereien des Roten Prinzen. Ihre Stadt ist gut geschützt. Der einzige Zugang führt über eine große Brücke. Crimson Sabbath unterdrückt die umliegenden Dörfer Geranas. Sie ist überzeugt davon, dass ihre Macht die Bewohner einschüchtert. Wir sollten unsere Siedlung hier errichten und die Dörfer umwerben. Machen wir sie zu unseren Verbündeten. Sie könnten eine wertvolle Hilfe für uns sein. Es wäre mir eine persönliche Ehre, wenn ihr mich gegen Crimson Sabbath schicken würdet. Wir spielen ein gefährliches Spiel. Ja, gut. Ich kann mich an die Mission erinnern. Ich weiß doch genau, dass ich dafür Jahre gebraucht habe, weil ich das Ende nicht gecheckt habe. Das wird wahrscheinlich jetzt wieder so sein. Und Wir befinden wie ihr uns seht, inmitten einer feindlichen Provinz und müssen mit starkem Widerstand rechnen. das Wir ist sollten mega. unsere Siedlung durch eine Stadtmauer schützen. Okay. Wir müssen das Vertrauen der hiesigen Dörfer gewinnen. Lasst uns den unterdrückten Siedlern von Gerana Hoffnung geben, indem unsere Stadt einen guten Ruf erreicht. Ja, kein Ding, das können wir ja gerne machen. Nur, wie schon gesagt, ich erinnere mich an diese Mission. Und ja, genau. Und ich habe den Elias jetzt genommen. Ich habe mir gedacht, ein bisschen Abwechslung muss da sein. Wir können ja nicht immer den gleichen Billo nehmen. Deswegen den lieben Elias. Elias ist ja auch immer gut wegen Nahrung, ne? Schaden kann es ja nicht. So, auf jeden Fall kümmern wir uns jetzt erstmal hier ein bisschen Essen und Holz und was weiß ich noch alles. So. Dann können wir auch noch direkt mal so was hier machen. Ich meine, warum nicht? Ich hätte das gerne so. Danke. Die lieben Kornfelder. So, und das andere hätte ich gerne auch nochmal so. Was dann so hier so hinkommt. Ja, das sollte passen. Gut, das ist schon alles ausgebaut. So halb zumindest. Das auch. Metzgerei noch nicht. Haben wir ja leider nicht den Vorteil, dass wir hier mit der Holz dabei sparen. Auf jeden Fall haben wir keinen Stein. Das ist nämlich ein großes Problem. Bei dieser Mission, daran kann ich mich noch erinnern. Aber zuallererst machen wir natürlich erstmal eine Gerberei. Die brauchen wir ja auch. Brot und noch ein Metzger. Warum nicht? Damit wir hier auch mal alles haben, was wir brauchen. So. Gut. Hier oben ist auf jeden Fall. Oh, hier ist schon mal Crimson Sabbath. Scheiße. Aber kein Ding, wir machen das schon mit der Hure, wollte ich gerade sagen. Aber egal. Sie ist eine Hure. Das wissen wir alle. Nee. Okay, genau. Ich werde mich jetzt mal da hochwagen. Der Elias kriegt mal einen Schutztrupp. Seid auf der Hut! Schon so. Unterwegs! Vergebt uns, Fremder. Aber oh, shit. Crimson Sabbath hat ihre Augen überall. Bitte kommt wieder, wenn wir wissen, wie ihr eure Siedler behandelt. Das Lagerhaus ist voll. Oh, hier wäre der Hakim gut gewesen. Da hätten wir uns einen Trupp mitnehmen können. Wir werden angegriffen! Ich weiß, dass wir angegriffen werden. Wir haben angegriffen, besser gesagt. So, Lagerhaus ist schon voll. Okay.
Ja, und hier kommt man auch raus. Das habe ich schon voll übersehen. Kommt wieder, wenn was? Ach so, wenn wir einen höheren Ruf haben, ne? Genau, okay. Schon vergessen. Besser gesagt, ich habe nicht zugehört beim ersten Mal. So, hier können wir mal unsere... Na, keine Kuh fahren, bin ich? Oder Schafsfarm? Nee, so läuft das bei mir nicht. Ich wollte Honig machen. Schau mal so im Voraus. Einfach, damit ich das habe. Ist auch alles ausgebaut. Perfekt. Dann haben wir eigentlich schon alles. Dann fehlt uns ja noch die Burg. Ein Jäger sucht vergeblich. Gleis schicken wir mal wieder zurück. Und hier rechts ist Eisen. Und da ist auch Stein da unten. Das weiß ich schon. Aber da kommen wir erstmal nicht hin, weil da eine Banditenbande ist. Das ist das Problem. Dann können wir mal die Burg ausbauen. Sieht er damit habe ich auch schon fast erreicht, ne? Das ist kacke. So, vielleicht können wir da mit dem höheren Titel mit dem arbeiten hier. Der hat Kühe, okay. Er hat auf jeden Fall Kühe. Ich begrüße diesen Titel als Lohn für meine harte Arbeit. Oh shit. Banditen? Wir sehen, wie gut ihr für eure Siedler sorgt und glauben, dass wir euch vertrauen können. Deshalb bitten wir um eure Hilfe. Ja gut, was jetzt müssen wir machen? Wir wollen uns vom Joch Crimson Sabbats befreien. Bitte helft uns dabei, ihre Truppen in San Ramos zu besiegen. Jetzt, da Crimson Sabbats Truppen verjagt wurden, sind wir endlich wieder frei. Als Belohnung werden wir euch Güter senden. Kein Ding, habe ich gern gemacht. Die Truppen haben wir schon vorhin besiegt. So, und ich kümmere mich jetzt erstmal um die Barrikaden hier. Dass wir auch safe sind. Oh, hier ist ein Bär. Auf den habe ich jetzt aber kein... Oh, shit, was haben die denn alles? Kühe, Holz? Oh, die haben aber viele Sachen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Und das kommt hier hinten. So, perfekt. Dann sind wir auch erstmal safe. Vor Crimson Sabbat zumindest. So, das können wir auch schon bauen hier. Unsere lieben schönen Häuser. Die lasse ich mal eben schnell aufbauen. Und wir müssen noch die Kirche ausbauen. Das können wir gerade noch so. Das mache ich eben mal. Allein schon wegen dem Siedlerlimit. Und damit für den nächsten Rang kriegen. Doch, der hat Bienenstöcke, mein Freund. So, wie schnell die Häuser... Oh, der Bär, scheiße. Der tötet viele unserer Leute. Der Bär ist okay. Der hat... alle unsere Leute getötet. Oh, shit. Vielleicht könnt ihr uns helfen. Bitte helft uns. Oh, shit. Lange genug haben wir unter Crimson Sabbats eisernem Griff gelitten. Bezwingt ihre Truppen in Gran Lorcha und wir werden uns euch anschließen. Ihr besitzt die Frechheit, in meinen Landen zu siedeln? Für diese Beleidigung werde ich euch vom Antlitz der Erde fegen. Soldaten, macht euch zum Angriff bereit. Ja, greife ruhig an. Ich habe Mauern. Ist kein Problem. Ah ja, genau, der Titel. Den gebe ich dem wie mal schnell. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Ihr versucht tatsächlich hier eine Siedlung zu errichten und meine Autorität zu untergraben. Das machen wir doch schon. Ich toleriere keine Form des Widerstands. So, hier waren gerade wieder Banditen, ja? Zerstört die Stadt dieses Eindringlings. Ja, versuche doch, Mädel. Schaffst du nicht. Seid gesegnet. Ihr scheint sehr vertrauenswürdig zu sein. Vielleicht könnt ihr uns helfen. Unsere Stadt ist in einem ausgezeichneten Zustand und genießt einen guten Ruf. Mal sehen, ob wir die besiegen können. Nur das ganze Lager schaffen wir halt leider nicht. Die Siedler von Gerana vertrauen uns. Wir müssen sie vor den Angriffen von Crimson Sabbat schützen. Das Ding ist, ich muss das hier unten bauen. Das schaffe ich leider nicht. Wir beten für eine wie die immer wegrennen. What the fuck? Bitte bezwingt ihre Truppen in Santa Cortillas.
Ja, ich würde die Truppen gerne besiegen. Ich hörte, dass ihr den größten Teil von Gerana unter eure Kontrolle gebracht habt. Es scheint wieder sicher zu sein, den Hafen anzulaufen. Wo ist denn der Hafen? Doch vorbei und seht, was ich anzubieten habe. Wo ist denn der Hafen, mein Freund? Oh, das Ding ist, wir kriegen dieses Eisen nicht. Unsere Truppen sind ja schon tot. Das Eisen kriegen wir sonst wieder bisher, glaube ich. So, ich schaue mir das hier mal an. LOL. LOL. Ich steuere den Hafen an. Oh mein Gott, löscht das. What the fuck, ich kann das nicht verteidigen. Ich hatte gar keine Truppen. Shit. Wie soll ich denn das jetzt machen? Rammkarren? Ich habe keine Truppen. Verstanden. Ich habe doch gar nichts. Wie soll die Mission jetzt funktionieren? So, by the way, so... Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Ja. Kommt und seht meine Waren. Das ist jetzt ein bisschen schlecht, ne? Eine unserer Einheiten wurde aufgerieben. Ja, das... Mit der Rammkarren, what the... Fuck. Ich verstehe das nicht so ganz, weil... Wo kriege ich denn jetzt Truppen her? Truppen werden unsere Stadt bald einnehmen. Na, das sollen sie aber nicht. Boah, jetzt töten sie wieder den Holzmann, der die Palisaden zumacht. Na wohl. Ja, was machen die jetzt hier? Chillen die einfach eine Runde, oder? Nein, Elias, kämpf nicht. Du kannst gar nicht kämpfen. Ich würde gern warten, bis ich zwei Truppen habe. So, bis der Bogenmacher noch fertig ist. Ja, aber was machen die denn jetzt hier? Jetzt chillen die einfach in meiner Stadt. Das ist ein bisschen... Unsere Einheiten wurde blöd. Ja. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. So, jetzt hätten wir zumindest schon mal einen Bogentrupp und einen Schwertkampftrupp. Jetzt bauen sie es wieder ab. Die feindlichen Truppen werden unsere Stadt bald einnehmen. Ja, und wie lange dauert das noch? Ich frage mich jetzt nur, was die gerade machen wollen. Unterwegs. Was ist deren Mission? Wo wollen die jetzt hin? Ich will nur nicht, dass Elias stirbt. Okay, die chillen jetzt hier ein bisschen. Oder was? Ich glaube, hier sollte ich auch noch eine Mauer bauen. Alles klar. Was ich jetzt eben auch mal schnell mache. Nee, ich will erstmal gucken, dass Elias safe bleibt. Ja, und die chillen jetzt einfach, oder was? Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So, zuallererst hätte ich gerne... Das ist doch eine Palisade. Ja, spaß mal bitte nicht so rum, danke. So. Also, die sind jetzt anscheinend weg. Die haben uns schon verlassen. Das war ein bisschen komisch, wenn ich ehrlich bin. Nur das Dumme ist jetzt, dieser blöde Bär hat ja unsere Dinger getötet, ne? Unsere Stadtmauer ist geschlossen. Nun sind unsere Siedler sicher. Ach so, jetzt ist sie geschlossen. Wir vertrauen uns blind. Wir dürfen sie nicht enttäuschen. Nee, das werde ich nicht. Keine Sorge. Nur muss ich jetzt mal schauen, dass ich diese blöden Banditen töte. Weil sonst wird das nämlich nichts. Auf euren Befehl. Also sonst wird das besser gesagt mal ein bisschen schwer werden. Ah, vielleicht liefern die uns ja Eisen oder so irgendwann, aber glaube ich eher gesagt nicht. Sieht nicht danach aus.
Auf jeden Fall. Versuchen wir uns jetzt mal an den Maditen. Jawohl. Aber erst nächste Folge. Das heißt, Leute, wir sehen uns aber nächstes Mal. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann und ja, ciao.